Und zwar geht es darum, was hinter dieser Wand ist. Und dafür haben wir hier unten einfach nochmal einen versteckten Knopf. Wenn ich den jetzt drücke, könnt ihr mal. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Create. Ihr werdet diese Folge sehr viel zu sehen bekommen, denn es ist natürlich wieder sehr viel passiert, seitdem ihr es jetzt mal eingeschaltet habt. Ja, als allererstes mal, ich habe mir ein neues Haus gebaut. Also keine Basis, sondern ein Haus. Und darauf stehen wir gerade. Und ihr seht vielleicht schon eine kleine Sache hier. Und zwar stimmt doch irgendwas mit diesen Dächern nicht, oder? Klar, es ist zwei Blöcke hoch, aber irgendwie haben wir so eckige. Sehr merkwürdig, oder? Das liegt daran, dass wir nun die Chisin-Bits-Mod mit auf dem Server haben. Okay. Und was kann diese? Das kann ich euch mal kurz zeigen. Wir nehmen einfach mal diesen Bereich hier, zack. Und schon haben wir ganz viele kleine Chisel. Das sind einfach die Pixel, mit denen Minecraft ja hier, mit welcher Minecraft damit die Sachen texturiert. Und wenn wir diese Pixel mit diesem kleinen Diamond Chisel abbauen, kann man damit richtig coole Sachen machen. Wie zum Beispiel diese Dächer hier. Da das Wetter gerade schlecht ist, würde ich mal vorschlagen, gehen wir rein. Hello there. Oh shit. Und ihr habt schon eine Sache gesehen. Und zwar die Fenster. Oh, und wir haben eine. Komm her. Böse Spinne. Okay, ihr seht, wir gehen mal ganz kurz rein. Dann kann ich das, glaube ich, besser zeigen. Und zwar, mit Chiseln Bits könnt ihr zum Beispiel sowas hier machen. Also die Tische und Stühle sind hier noch von der Furniture Mod von Mr. Crayfish. Das heißt, dass man die auch benutzen kann. Ja, und ich habe hier versucht, so Teller, Gläser und sowas zu pixeln. Und ich finde diese Atmosphäre einfach cool. Man ist jetzt hier drinnen. Hat diese richtig coolen Fenster da. Also ich finde, die sind echt gut geworden. So im modernen Stil. Hat hab hier diese. Ah, kann ich euch, glaube ich, oben. Oder hier kann ich es besser zeigen. Mal dieser einen Rahmen hier, dann nochmal so einen extra Innenrahmen und dann kommen da die Fenster rein. Ich finde es einfach schön. Genau. Und ja, ihr seht ja, ich habe mich irgendwie ein bisschen an modernen Lampen versucht. Ah, ich weiß nicht, ob ich es gut hinbekommen habe. Ich finde, es geht einigermaßen. Zumindest sieht es okay aus. Mit dem Licht muss ich hier noch mal ein bisschen arbeiten, aber schaffe ich auch noch. Genau, dann kommen wir hier in den Küchenbereich. Hier ist auch noch nicht so viel. Wir haben hier erstmal eine Spüle. Ist ja gut. Ah, genau, eine Spüle. Die ist nicht mit Chisel Bits gemacht. Die ist noch von der Furniture Mod selber. Hallo, ich versuche hier gerade was zu erklären. Echt. Genau, und dann haben wir dieses Ding hier. Das ist dann wieder auch mit Chisel Bits gemacht. Kann ich euch auch beweisen, indem ich jetzt einfach hier was abbaue. Zack. Das heißt, ich habe das einfach eins zu eins nachgepixelt. Das sind ja auch nicht viel, das sind irgendwie zwei. Meine Güte, ist ja gut. Wir haben hier zwei Pixelarten, einmal weiße, also von White Concrete und von grauen Keramik. Genau, und da haben wir hier noch schicke zwei Öfen. Die habe ich mir echt Mühe gegeben. Ihr seht, da ist so eine Art kleines Fleischstück drin und da sieht man das von hier. Ein bisschen Licht, natürlich Backofenlicht. Und man kann ihn sogar richtig benutzen. Sprich, ich habe einfach ein Feuer unten drunter gesetzt und habe darüber dann diesen Ofen gepixelt. Habe ich vorher einfach das Glas rausgenommen, damit man auf den Feuer zugreifen kann. Weil, wenn man dieses normale Glas benutzt, seht ihr ja, sind ja auch so Zwischenstände, wo man denkt, da könnte kein Glas sein. Deswegen ist das ja nicht so schlimm, dass dir das fehlt. Ja, dann hier hinten seht ihr wieder die wunderschönen Fenster. Und das wird dann nochmal ein kleiner Zwischenflur und dann kommt hier hinten die Toilette rein. Nice. Also nicht Toilette, Badezimmer. Ja, doch, Badezimmer. Sorry dafür, dass ich meine Cam-Tür aufhängt. Die ist einfach mal, macht, was sie will. Ja, genau. Badezimmer ist, wie gesagt, noch nicht fertig. Das kommt noch. Aber, wir können ja mal in den zweiten Stockwerk gehen. So, mit dieser wunderschönen Treppe, die auch selbst gepixelt ist. Dann haben wir hier oben einen kleinen Holzboden. Da kommt hier noch so ein schönes Geländer ran. Natürlich auch noch Lichter. Wieder ein schönes Fenster. Und dann kommen wir hier ins Schlafzimmer. Mit zwei Fenstern, das ist ganz in Ordnung. Und, ja, einen kleinen Schreibtisch, wo dann noch ein schöner Computer drauf kommt. Natürlich noch ein Bett. Wir können es ja, glaube ich, mal kurz hinlegen. Können wir mal kurz hier die Nacht überspringen. Da ist es auch schon Tag. Und der Regen hat aufgehört. Da geht die Sonne auf. Ja. Also, eigentlich ist noch nicht mehr in dem Haus passiert. Aber ihr merkt es. Also, ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, das war ein Haufen Arbeit. Also, 5 Stunden allein für die Außenfassade. Dann. Auch die ganzen inneren Sachen, ungefähr, sag ich mal, die Treppe hat mich ungefähr, glaube ich, nochmal 2 Stunden gekostet.
Aber bei den anderen ist deshalb das Gute, dass ich die dann kopieren kann mit Hilfe eines bestimmten Tools. Bei den anderen Sachen nicht so. Und wir haben sogar Bienen hier. Ist das nicht ein schöner Standort? Mit einem kleinen See. Deswegen habe ich diesen Platz auch ausgesucht. Genau, und wir haben jetzt natürlich auch Briefkästen hier. Das heißt, wir können uns mal selber, keine Ahnung, roten. Nee, nicht ziemlich. Uns roten Flash senden, warum auch immer. Und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir zur Base und da zeige ich euch mal, was es da noch Neues gibt. In der Base angekommen, werdet ihr gleich schon mal was feststellen. Und zwar ist es eindeutig größer geworden. Und ja, eigentlich ist es auch so gut wie fertig. Ich habe jetzt doch keine vier Geschosse gemacht, weil das sonst zu hoch wäre. Ich habe mich jetzt auf zwei belassen. Ja, die Baumfarm ist übrigens auch fertig. Und wir können mal ganz kurz reinschauen. Boah, Alter. 33.000 Holz. Also, das ist mal ein Ertrag. Durch einen Baum müsst ihr bedenken. Alter. Genau, hier ist unser Postfach. Oh, wir haben roten Flash und 16 Schüsse Bits bekommen. Hey. Genau, dann gehen wir mal rein. Hier hat sich nicht wirklich viel verändert, außer dass wir jetzt zwei Villager haben. Einmal einen hier unten und einmal oben. Und wir haben ein neues Förderband. Das können wir mal kurz anschalten. Und dann werdet ihr sehen, das ist nämlich einfach nur ein Showband. Sprich, hier laufen einfach Items drüber, um zu verdeutlichen, dass wir hier in einer kleinen Fabrik sind. Nice. Genau. Und ja, dieser Villager, der sieht gar nicht gecheatet aus, wenn wir uns mal angucken, was er tradet. 13 Emeralds, ein Buch für einen Enchantment Book mit Sharpness 5, Looting 3, Efficiency 3 und Mending. Ja, oh. Also, der ist nicht gecheatet. Der wurde einfach aus dem Zombie-Villager hier erstellt. Naja, okay, dann gehen wir mal kurz ins zweite Stockwerk, dass ihr es das auch mal seht und wir haben gar nicht mehr so viel Essen. So, ab in die zweite Etage. Zack, da sind wir. Und hier haben wir einen Trader, der tradet ein Emerald und einen Dirt für 12 Emeralds. Das ist so dumm. Aber eigentlich sind diese Dinger ein ganzer Block. Sprich, man fragt sich ja, wie kann man bitte die Rouladen dahinter packen, weil es ist ja auch ein Block. Sag euch, die haben keine Funktion, denn die wurden nachgepixelt. Hier, das sind die echten. Und das sind die gefakten. Genau, und dann legen wir mal ganz kurz noch diesen Schalter hier um. Denn es gibt in der Lobby hier was ganz Cooles. Und zwar ein Brunnen, aber kein gewöhnlicher Brunnen, sondern ein Schokoladenbrunnen. Schokolade! Schokolade! Genau, und wenn der Schokolade, die Schokolade das Ganze um rauskommt, wird dann irgendwann, genau da ist es, ein Block Schokolade erstellt und der fließt jetzt einfach hier runter. Kann einfach in Schokolade springen und baden. Ja, lecker Schokolade. Schokolade! Denn wir haben auch noch eine Schokoladenfabrik, auf die ich am Ende eingehen werde. Ja, und dann geht es natürlich noch aufs Dach hinaus. Kommen Sie mit. Und ihr seht, hier auf dem Dach ist noch nicht wirklich was. Kann man vielleicht noch so ein paar Ablüfter hinstellen oder so. Wie man es halt von den Dächern kennt. Ja, und wenn wir jetzt mal auf die Karte schauen, seht ihr, meine Base sieht von oben eigentlich relativ schön aus, finde ich sogar so. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber es ist eigentlich doch ganz. Ja, okay. Wenn wir hier rausgucken, seht ihr, es hat sich nicht. Also hier hat sich eigentlich so gut wie gar nichts verändert. Die neueste Sache befindet sich nämlich hinter dieser Wand. Ihr fragt euch jetzt, ja, hier ist ja die Disco. Nee, genau, habt ihr auch recht. Außer, dass jetzt die Uhr noch mal ein bisschen anders designt wurde. Aber um die Disco geht es gar nicht. Es geht nämlich darum, was hinter dieser Wand ist. Weil hier unten ist hier nochmal ein extra Knopf. Wenn ich den jetzt drücke, könnt ihr mal gucken, fährt die Wand einfach auf. Und ja, hier haben wir jetzt einfach eine Holzplattform. Nichts Spektakuläres, denkt ihr? Ja, habt euch aber getäuscht. Denn ihr kennt mich doch. Ich bin immer für Überraschungen zu haben. Und zwar haben wir hier nochmal einen Fahrstuhl, der noch weiter nach unten fährt. Und was hier unten ist, ist nämlich mein geheimer Mini-Bunker. Mit einer schönen Uhr und einem großen Tresor. Ein Tresor, der sich nicht so leicht öffnen lässt. Ihr seht, dahinter ist ordentlich was. Und ja, wir öffnen jetzt mal. Ich sagte, wir öffnen den. Natürlich. Man kann den Tresor ja nicht einfach so öffnen. Was denkt ihr wohl, wofür diese Handle da ist? Und zwar drehen wir den jetzt einfach mal. Und seht schon, dahinter bewegt sich was. Es kommt noch kein Geräusch, immer noch nicht. Oh, ihr habt den Pistenschalten gehört vielleicht. Wenn ich jetzt den Knopf drücke, dann öffnet sich dieses Tor. Dann öffnet sich dieser Tresor.
Genau. Und den hat man eigentlich alles nochmal zum Leben braucht. Natürlich Zombies in den Wänden, wer hat's nicht? Dann haben wir hier natürlich einmal ein Schokoladenapfelgerät und ein Honigapfelgerät. Man braucht natürlich beides. Und hier daneben direkt eine Presse, womit wir Schokoladenbarren herstellen. Ein kleines Aquarium für Fische, falls man Hunger hat. Und hier hinter befindet sich natürlich der komplett private Tresor. Wir können ihn mal aufmachen. Oh. Ja, diese Öffnungsanimation, die finde ich immer noch am coolsten von Türen. Also. Hui. Okay, nochmal machen. Geh auf. Ja. Schön, oder? Und wenn wir jetzt hier reingehen, seht ihr, haben wir noch ein Tor. Fragt man sich so, wie viele Türen will man noch einbauen? Wir haben jetzt oben eine Tür, dann den Fahrstuhl, dann diese Gittertür, dann den Tresor, dann diese Eisentür und jetzt nochmal eine Gittertür. Also insgesamt sechs Türen, durch die man durch muss. Und ihr könnt da vielleicht schon ein bisschen reinschauen. Wir öffnen es mal. So, jetzt sind wir drin. Genau, und hier drin befindet sich dann halt meine Dia-Rüstung und ein Teil der Netherite-Rüstung. Denn man geht natürlich ab und zu nochmal in den Nether und versucht ein bisschen Netherite zu farmen. Wobei nicht in Netherite, sondern dieses. Oh, nur zwei Stück. Genau, dann habe ich hier noch so einen Upgrader für die DR-Sachen zum Upgraden. Haben wir jetzt schon eine Holz. Holz. Netherite-Helm. Und dann haben wir noch diesen Hebel. Und ich denke, pass mal auf, was passiert, wenn ich die umlege. Gar nichts. Denn das ist einfach nur die Sicherung. Falls einfach jemand hier reinspazieren soll, wollen würde, passt mal auf. Dann geht die Falltür kurz auf und man fällt runter. Sprich, man verbrennt elendig. Genau, dann. Das Coole ist, man kann den Tresor sogar von innen verschließen. Da seht ihr die Technik. Das heißt, hier war ein Redstone-Contact und der dreht sich ab so lange, bis er an diesen Contact kommt. Dann aktiviert er diese Frequenzer oder das Wireless Redstone. Genau, dann drehen wir den aber mal wieder hier auf seine Position. So, öffnen den Tresor. Und wir haben es gerade entweder Punkt Mitternacht oder. Ach nee. Genau, dann können wir mal wieder hochfahren. So, sind wir auch schon oben angekommen. Und hat ein bisschen gedauert, deswegen ist schon wieder Tag. Lell. Und zwar einmal Tee und Schokolade. Und jetzt wird sogar was für uns vorbereitet. Gratis Bilderstee, lecker. Wenn wir den nämlich trinken, dann kriegt man als Effekt Haste. Ist das nicht cool? Dann kann man einfach schnell abbauen. Und da haben wir hier die Schokolade. Gehen wir mal reingehen. Und da seht ihr hier, wie Schokolade zubereitet wird. Dieser Stampfer stampft einfach Schokolade. Und die Barren werden dann hier hinten einfach hochgebracht. Und werden hier eingelagert. Wie viel haben wir denn? 15.000 Schokoladenriegel. Ja, okay. Die ist sehr effektiv anscheinend. Und da seht ihr, wie das zusammengemixt wird mit Milch und Zucker. Genau, nehmen wir uns mal ein bisschen Schokolade am besten. Und Stack reicht erstmal. Sollen ja nicht arm werden. Das sollte es auch für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Wir versuchen jetzt nochmal ganz kurz hier. Bye, have a great time. Dann nicht. Egal. Gut. Ja. Würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und ciao, euer Red Gamer.